So international war der Hallensiebenkampf noch nie. Welcome to the combined events in Berlin. Welcome in the Mehrkampf-Competition in Berlin. Witam wszystkich serdecznie na siedmioboju, międzynarodowym siedmioboju w Berlinie. Egal ob aus Großbritannien, den Niederlanden, Belgien oder Polen. Alle sind beim 26. internationalen Hallensiebenkampf in der Rudolf-Habig-Halle dabei. Die Bekannte zu treffen und einfach mit über die Leute zu sein, sich zu bewegen, macht einfach Spaß. Leistungssport trifft Breitensport. Das ist das Motto. In 8 verschiedenen Kategorien gehen die knapp 100 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Egal ob jung oder alt, Hobbysportlerinnen oder Hobbysportler oder besonders wettkampfaffin. Der Hallensiebenkampf ist für jedermann und jeder Frau. Ich bin hier, um Spaß zu haben. Ich will mit meinem Körper ans Limit gehen und zeigen, zu was ich in meinem Alter noch fähig bin. Nachdem der Wettkampf die letzten 2 Jahre Corona-bedingt ausfallen musste, kann das Event nun endlich wieder stattfinden. Kein Wunder also, dass einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die langen Strecken quer durch Europa zurücklegen. So beliebt ist der Mehrkampf unter den Athletinnen und Athleten. This is good fun. This es is macht great. Einfach total viel Spaß. Ich liebe die Atmosphäre. Alle sind super nett zu uns. Ich war das erste Mal vor 3 Jahren hier und es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt jedes Jahr komme. Zeitgleich zum Siebenkampf wird an diesem Wochenende auch ein Fünfkampf ausgetragen. Ausschließlich Damen und junge Frauen können sich in 60 Metern Hürden, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen und den 800 Metern messen und sich dabei auf die kommende Freiluftsaison vorbereiten oder ihre Hallensaison abschließen. Es ist mein letzter Fünfkampf diesen Winter. Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich freue mich einfach, hier zu sein. Und die nächste Veranstaltung des SCT de la Force lässt nicht lange auf sich warten. Am 3. April steht der alljährliche Frohnau-Lauf an, für welchen ihr euch immer noch anmelden könnt. Auch für den 20. Firmenlauf, der dieses Jahr zum Friedenslauf wird, ist die Anmeldung schon offen. Egal ob Fun-Team oder Kolleginnen und Kollegen, alle sind willkommen. Denn genauso wie beim Siebenkampf gilt, weil es eine super schöne Atmosphäre ist, alle total einen supporten, ja, jeder hilft jedem, jeder applaudiert für jeden, es wird gepusht, es ist einfach total schön und ja, macht Spaß. Für die Berlinerinnen und Berliner, aber auch alle angereisten Gäste aus den Niederlanden, Belgien, Polen oder allen anderen Teilen Deutschlands geht ein großartiges Leichtathletikfest zu Ende. Dabei stehen sie aber erst am Anfang einer vielversprechenden Saison. Allemaal hartelijk welkom op deze multi-event. Superleuk om hier te zijn, dus ik nodig iedereen uit. Kom hierheen.